Wir sind vom Kollektiv IFS Dichtmachen und freuen uns auch sehr, hier zu sein und zu erzählen, was wir so machen und beziehungsweise von welchen Analysen wir dabei ausgehen. Wir organisieren vor allen Dingen Demonstrationen und Protestaktionen in Schnellroda, also im Saalekreis seit September 2016. Und Anlass dafür ist eben das Institut für Staatspolitik, abgekürzt IFS, daher auch unser Name. Und wir wollen eigentlich darüber berichten, was wir konkret dort machen, was das IFS ist, was das Netzwerk und die Ideologie der neuen Rechten ist, wo das IFS eben Teil von ist. Genau, und haben deswegen dem Vortrag den Titel gegeben, was ist eigentlich in Schnellroda los? Genau, und das ist erstmal die Gliederung für unseren Vortrag. Wir reden über das IFS. Wir erklären die Ideologie der gesamten sogenannten neuen Rechten. Das ist auch noch wichtig, dass es in Anführungsstrichen steht. Sagen halt jetzt schon mal sozusagen, dass die Ideologie hauptsächlich eben eine völkische ist, die wir irgendwie genauer erläutern wollen, reden über die Folgen von dieser völkischen Ideologie als Gewalt- und Rechtsterrorismus, verorten die so strategisch, also welche Strategie hat dieses IFS sozusagen gerade mit Bezug auf die AfD, und dann enden wir sozusagen positiv über antifaschistische Perspektiven, was kann man machen sozusagen, wenn in diesem Dorf eben so ein rechtsextreme Struktur ist, was ist Protest möglich, was sind die Grenzen unseres Protestes auch und was wünschen wir uns sozusagen auch für die Zukunft. Genau, und am Ende können wir noch eine Diskussion führen bei Bedarf. Ja, auch von mir herzlich willkommen und vielen Dank für die Möglichkeit, hier ja, darüber aufzuklären, beziehungsweise uns vorzustellen, beziehungsweise auch vorzustellen, von welchen inhaltlichen Analysen wir ausgehen. Genau, das IFS, was ist das? Wir fangen an mit einem Bild des der Gaststätte Schäfchen. Ja, wo die meisten Akademien oder wo die, nicht die meisten, aber wo die Akademien seit etlichen Jahren stattfinden. Das IFS wurde 2000 von unter anderem von Kubitschek und Karl-Heinz Weismann gegründet. Mit Weismann gab es einen Bruch, nicht wie hier steht 2009, sondern erst 2014, aber 2009 zeigten sich schon die ersten Spannungen zwischen zwei Polen der neuen Rechten, die Lukas dann nochmal oder die dann später nochmal weiter ausgeführt werden. Es wurde nicht in Schnellroda gegründet, sondern in Bad Vilbel. Das liegt in Hessen. Ja, aber wenn man die Diskussionen mit Jaschka und so weiter, NPD-Ortsvorsitzenden, verfolgt, überrascht das nicht, dass gerade auch in Hessen sich solche rechten Strukturen gründen konnten. Das Institut ist seit 2003 in Schnellroda ansässig, was allerdings nicht die erste Wahl war. Eigentlich hatten Kubitschek und Ellen Changer, seine Frau, geplant, im Speckgürtel von Dresden so ein Haus zu machen. Es war ihnen dann aber zu teuer, weswegen sie dann nach Sachsen-Anhalt oder Südsachsen-Anhalt gezogen sind. Der Träger des Instituts für Staatspolitik ist der Verein für Staatspolitik. Macht auch ja, zumindest namentlich Sinn. Es wird eine Zeitschrift herausgegeben, die sogenannte Sezession, die alle zwei Monate ungefähr erscheint. Und es gibt da noch einen angeschlossenen Blog, der ja, auf sezession.de, wo unabhängig von der Zeitschrift Kolumnen verschiedener faschistischer Akteure erscheinen. Genau. Unter Leitung von Kubitschek, beziehungsweise gemeinsam Gründung des IFS und Kubitscheks ist der Verlag Antaios. Der heißt erst seit 2012 so, 2000 wurde er unter dem Namen Edition Antaios gegründet. Hier nochmal eine Karte, wenn wir von Schnellroda sprechen. Das ist tatsächlich fast der gesamte Ort, also es geht hier nach unten noch ein bisschen weiter, da kommt der Sportplatz, aber das war's auch schon. Sieht man eigentlich die Maus? Nein. Gut. Der Verlag ist tatsächlich nur ein Zwei-Seiten-Hof, dort wo auch der Punkt liegt. Also wenn in den Medien von Rittergut gesprochen wird, wird da eine Selbstbezeichnung der, von Kubitschek bzw. des Verlags oder halt des IFS übernommen. Ne? Also das ist weder historisch ein Rittergut noch vom Optischen, sondern einfach ja, Bauernhof, um das ist ja nicht negativ ein Bauernhof, aber es ist halt nun mal kein Rittergut.
Genau, und hier unten dann auch das Schäfchen, wo wir vorhin schon mal das Bild gesehen haben. Also hier dieser Geflügelverkauf, der steht zwar da, aber wenn man dort ist, zumindest kein offensiver Straßenverkauf. Genau. Das IFS ist ein sogenannter Think-Tank oder ein Denkfabrik der neuen Rechten. Das ist natürlich immer schwierig, auch sozusagen diese Selbstdarstellung zu übernehmen. Allerdings ist es so, dass dort Leute fest dafür bezahlt werden, Ideologie zu produzieren, und von daher passt der Name dahin schon. Das IFS hat enge Verbindungen zur Identitären Bewegung, zur AfD, wo Lukas das dann später weiter ausführen wird, aber es ist halt eine engere Parteibindung, ja, seit dem Einzug der AfD in den Bundestag zumindest zu erkennen. Akteure des IFS waren Mitgründer von 1%, einer, ja, wie sie sich selber nennen, einer rechten NGO, ist aber im Endeffekt nur ein Tarnverein verschiedener Akteure und dient zum Geld akquirieren und zum Geld weiterverteilen. Genau, es lassen sich aber auch enge Beziehungen zu Pegida, also Kubitschek, sprich beim Jahrestag, Legi da. Kubitschek hat, meine ich, auf der zweiten Demonstration damals in Leipzig gesprochen, sowie weiteren rechtsextremen Gruppen. Also sei es nun jetzt hier im Cottbus, Zukunft Heimat oder auch zum Compact-Magazin von Elsässer, gibt es da weitere Querverbindungen. Das hatten die Leute von LSA rechts außen mal in Bezug auf die Hausveröffentlichung in Halle so ein bisschen zusammengetragen, und wir haben jetzt hier mal eingekreist ein bisschen, ne, dass der IFS als wesentlicher Akteur, aber auch Kubitschek mit dem Verlag Antaios, und dass es da tatsächlich von einem dichten Netzwerk der Akteure auch gesprochen werden kann. Und wenn man natürlich das IFS analysiert, kann man das jetzt auch nicht unabhängig machen, sondern muss das halt auch immer in Bezug zu diesen anderen Akteuren verstehen und auch einbinden. Genau, die Veranstaltungen des IFS, das sind im Wesentlichen Sommer- und Winterakademien, also zweimal jährlich, einmal meist Januar, Februar und einmal im September ist das jetzt in den letzten Jahren zumeist, die sogenannte Sommerakademie. Genau, dann gibt es eine Herbstakademie in Graz, wo das ein bisschen ausgelagert wird und wo zumeist die Veranstaltungen vom Veranstaltungstitel, zumindest von der vorhergehenden Akademie, sozusagen, also diesmal ist es Volk, was ich meine, bei der letzten Winterakademie Thema war. Das wurde jetzt einfach nach Graz ausgelagert. Also es wechseln auch ein bisschen die Referenten, aber jetzt nichts groß Neues, was dort produziert wird. Dann gibt es die staatspolitischen Salons, die gibt es zum einen in Berlin, dort regelmäßig, wo verschiedene Akteure der sogenannten neuen Rechten eingeladen werden, Themen vorstellen. Und dann hatte man das mal nach Halle ausgelagert, gerade auch um das Haus am Laufen zu halten, regelmäßige Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Das ist aber jetzt seit bestimmt einem Dreivierteljahr auch nicht mehr der Fall. Und es war halt auch meist so, dass er am Tag zuvor in Berlin war und dann ist derselbe Referent nochmal nach Halle gefahren und hat dann denselben Vortrag vor 20 Leuten gehalten, wo dann 15 von der Identitären Bewegung waren. War auch jetzt nicht wirklich erfolgreich. Genau, hier noch einige Eindrücke von verschiedenen Demonstrationen. Oben links von der letzten, da zum Beispiel zu sehen, also neben Kubitschek, Andreas Carsten von der Identitären Bewegung hier in Halle, der aber auch zum Beispiel bei dem Neonazi-Konzert in Ostritz war, und im Vordergrund ein Mitarbeiter bzw. eine Art Praktikant des Verlags Antaios oder des IFS, Jonas Schick, früher Kopf der Identitären Bewegung in Bremen. Auf den werde ich dann später auch nochmal zu sprechen kommen. Und oben links, das war eine Sommerakademie, wie man an dem Wetter und dem fehlenden Schnee sieht. Ich meine 2017, ne, wo dann das Haus sozusagen, also im Winter 2017 fand die Akademie auch unter dem Identitären Motto, also von den Identitären unter dem Motto, die fand schnell roter statt. Und hier hatte man noch wirklich probiert, offensiv gegen unsere Proteste auch vorzugehen,
wie man nicht zuletzt auch an den behelmten Cops sieht. Ja, der Opener ist müsste. Nee, ist nicht seiner. Egal. Okay. Nee, ich glaube, das war 17 Mal aber nicht. Aber wir wurden zumindest begeistert empfangen. Kurz zur Rezeption, da werden wir später ein bisschen tiefer eingehen. Ist natürlich ein Problem, ne? Wie man links sieht, das war ein Spiegelartikel von, ich meine, Dezember 2015, wo Kubitschek in seinen sozusagen Hallen oder in seinen Räumen, ja, als der dunkle Ritter mit schwarz-weiß Grafik oder mit schwarzen, ja, einfach schrecklich, also nicht. Also auch der dunkle Ritter, denkt man ja zuerst irgendwie an Batman oder so, und der hier Gotham rettet, und ja, also diese Assoziation eigentlich fürchterlich. Aber da natürlich auch, ne, also Kubitschek auf dem rechten Bild jetzt hier zu sehen, vor seinem Bücherregal, so möchte er sich auch inszenieren, als intellektuell belesen und, ja gut, also intellektuell ist er nicht, belesen, meinetwegen. Aber ja, also die Rezeption ist halt, dass das auch aufgegriffen wird. Genau, und Teil der Rezeption ist auch, dass sie sozusagen sich selbst als neue Rechte sozusagen auch darstellen und das teilweise aufgegriffen wird. Deswegen ist der Begriff auch nicht ganz unproblematisch und hier in Anführungsstriche gesetzt, weil eben, wenn sie sagen, wir sind die neuen Rechten, ist es natürlich eine Abgrenzung zu den alten Rechten, die dann sozusagen alles Schlechte verkörpern. Und teilweise kommen auch bürgerliche Medien, eben wie der Spiegel sagt dann, das sind die neuen Rechten, die müssen irgendwie anders eingeordnet werden, weil die so intellektuell sind. Zum Beispiel das Motto der Sezession, die ja schon von Julius erwähnt wurde, ist auch irgendwie der guten, schönen, neuen Rechten ein Tagebuch und solche Geschichten. Von daher ist der Begriff nicht ganz unproblematisch, aber er ist in gewissermaßen ein Sammlungsbegriff für eine Neuorientierung und ein Imagewandel der faschistischen Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Also weil sozusagen nach 1945 irgendwie gerade durch den deutschen Nationalsozialismus eine gewisse Diskreditierung stattgefunden hat oder eine starke Diskreditierung stattgefunden hat gegenüber eben diesen faschistischen Gesellschaftskonzepten. Und zwar eben nicht nur eben in der deutschen Form mit dem Vernichtungsantisemitismus, sondern aber auch mit den kollaborierenden faschistischen Strömungen, zum Beispiel in Italien, in Frankreich, in Spanien oder in Ungarn, wo es ja auch sozusagen verschiedene anders geartete faschistische Gruppen gab, die erstmal diskreditiert wurden. Und da gab es dann halt sozusagen Reorganisierungsversuche. In Deutschland gab es das schon mit der NPD. Die NPD ist also sozusagen auch ein Stück weit eine neue Rechte, die ja auch dann in den 60ern relativ erfolgreich war und gesagt hat, wir müssen das anders angehen und so weiter. Und für den Begriff Neue Rechte besonders relevant ist dann Frankreich, wo verschiedene neofaschistische Organisationen gesagt haben, wir müssen so ein bisschen wegkommen von diesem Vichy-Faschismus, der mit dem NS-Regime kollaboriert hat und gesagt hat, wir stellen uns jetzt anders dar. Und das war bei der NPD zum Beispiel ein starker Bezug auf dieses Europa der Vaterländer, dass man nicht direkt gesagt hat, wir wollen wieder einen Weltkrieg mit Frankreich sozusagen anzetteln. Und in Frankreich selbst mit Alain de Benoist als sozusagen Vordenker dieser neuen Rechten gab es eine gewisse Verschiebung von Akzenten. Also eben auch Europa der Vaterländer im Sinne von, okay, Erbfeindschaft Deutschland-Frankreich ist sozusagen nicht mehr das. Und zum Beispiel auch eine gewisse Kritik am Kolonialismus, den man dann auch so als Globalisierung gesehen hat. Also es war in Frankreich auch gleichzeitig der Algerienkrieg, wo sozusagen die französische Regierung immer brutaler gegen sozusagen Befreiungsnationalisten in Algerien vorgegangen ist. Genau, da gab es die Idee, naja gut, die kriegen ihr Algerien, dafür kriegen wir unser Europa, was dann sozusagen als weißes Europa der Vaterländer gedacht wird. Genau, aber wir sehen auch hier, es wäre problematisch eben dieses Neue sozusagen überzubetonen. Kontinuitäten dürfen auf keinen Fall verschleiert werden, denn es wird ja weiterhin von einer biologischen oder von einer determinierten Ungleichheit zwischen vermeintlichen Rassen ausgegangen. Man sagt dann halt nicht unbedingt, okay, der weiße Mann in Europa hat sozusagen den Auftrag, die ganze Welt zu beherrschen. Stattdessen wird gesagt, naja, wir brauchen ein Reservat als irgendwie Europäer und das ist eben Europa, was aber sozusagen auf dasselbe hinauskommt, nur halt angepasst ist an die Zeiten. Genau, und dieser Biologismus, wo man vorher gesagt hat, naja, die Schädel sind halt so und deswegen sind Weiße anders als Nicht-Weiße, wird sozusagen dann zum Lob der kulturellen Differenz. Also das, was die Identitären heute sagen, ist halt, dass man sagt, okay, es geht um die ethnokulturelle Identität, die wir bewahren müssen.
und eben nicht mehr unbedingt sozusagen diese starke biologische Komponente, aber man kann sich halt gegen seine ethnokulturelle Identität nicht wehren. Also Mario Müller, einer der Oberschläger von den Identitären in Halle, hat ja zum Beispiel auch einem viel zu langen Interview in der Zeit gesagt, naja, Hunde können auch keine Katzen werden, also können zum Beispiel auch hier lange lebende Türken sich nicht integrieren. Also im Sinne davon, dass er zufrieden wäre. Sie können sich ja auch vielleicht sozusagen dann deutsch fühlen und genauso rechte Einstellungen haben wie er, aber er wäre weiter nicht zufrieden, weil die Unterschiede in der Kultur lassen sich sozusagen nicht aus dem Individuum herauslösen. Genau, ich würde das einfach an ein paar Beispielen machen, was gegenwärtig für Akteure bei den neuen Rechten sozusagen zu finden wären und was für Elemente die haben, die diesem Imagewandel, diesem faschistischen Imagewandel entsprechen. Wir haben sozusagen hier links natürlich dieses berühmte Pegida-Fronttransparent, genau, wo man quasi klaren nationalistischen Bezug hat, eben auf den deutschen Boden, aber gleichzeitig auch sagt, naja, man distanziert sich zumindest sozusagen auf so einer halbgaren Art und Weise vom Hakenkreuz. Genau, man hat auch direkt das, was Hélène de Benoist auch hat, gesagt hat, dass man sagt, okay, mit dem, der Nationalsozialismus ist schlecht, weil er ist gar nicht so sozusagen der originale Nationalismus, er ist gar nicht originalvölkisch, das ist ja eigentlich so eine Globalisierungsideologie, ähnlich wie der Sowjetkommunismus, Antifaschismus und der Islamismus, und deswegen ist auch konsequent, dass bei Pegida, wie man da ja dann links sieht, alle vier dann in der Tonne landen, heißt aber natürlich nicht, dass Pegida nicht faschistisch wäre. Ja, und das ist ja auch sozusagen inzwischen allgemein anerkannt, glaube ich, dass Pegida eben eine rechtsextreme Gruppierung ist. Wurde ja auch durch diese Interviews da immer wieder bestätigt. Auf der rechten Seite haben wir Kubitschek, der rechts neben ihm sozusagen posiert Matteo Salvini, der zum Glück jetzt nicht mehr Innenminister von Italien ist, aber eben sozusagen mit seiner Lega durchaus sozusagen für extrem rechte Verhältnisse auch noch in Zeiten von Orban und Trump und was auch immer extrem rechte Politik gemacht hat und damit extrem erfolgreich war. Und beide halten ja diese Wirma-Flagge. Wurde, glaube ich, vor allen Dingen bekannt durch irgendwie die German Defense League, also eine faschistische Hooligan-Gruppe, aber bezieht sich auf den Flaggenentwurf von Josef Wirma von 1943-44, also wo um Stauffenberg herum so diese rechten, nationalistischen, antisemitischen und so weiter Offiziere gesagt haben, naja, mit Hitler können wir, glaube ich, nicht mehr gewinnen, wir sollten da dringend umkehren. Und dann haben die ja schon geplant, wie sie die Regierung dann aufstellen wollen würden und was machen die sozusagen, bevor sie überhaupt den Putsch durchgezogen haben, denken erstmal drüber nach, was für eine Flagge denn das neue Reich kriegen soll und wie die Posten da verteilt werden und was man irgendwie den bürgerlichen Demokraten abgibt und was die sozusagen Faschisten noch behalten dürfen. Genau, das ist sozusagen die Flagge und die wird ja auch immer wieder bei Pegida, bei Montagsdemos, bei verschiedenen anderen rechten Veranstaltungen sozusagen hochgehalten als sozusagen Punkt. Naja, wie ist ja die Wirma-Flagge, das ist ja auch gegen Rechte. Und was mich wirklich stört, ist manchmal, weil das halt sozusagen und in antifaschistischen Kreisen auch als eben vor allen Dingen German Defense League und so weiter bekannt ist, wenn sie dann irgendwie mit jemandem, der diese Flagge trägt, irgendwie ins Gespräch kommen, die sagen, ja, das war ja auch wegen Stauffenberg und so weiter, dass manche Leute das sozusagen als Argument ansehen. Das ist schon manchmal ein bisschen schrecklich, aber es passiert, glaube ich, auch recht selten. Und ich finde es teilweise meistens eher lächerlich, wie Rechtsextreme, dezidierte Rechtsextreme glauben, das wäre jetzt ein Argument dafür, dass das ja auch irgendwas gegen Hitler gewesen wäre. Genau, wie gesagt, man muss sagen, die Flagge wurde dann eben jahrzehntelang nicht eingesetzt und wurde dann irgendwann wieder rausgekramt. Aber jedenfalls, da haben wir sozusagen Form von Verbindung von neuen Rechten sozusagen. Die Lega sagt ja auch nicht, klar, okay, wir wollen das, was Mussolini gemacht hat, wiederholen. Hat ja dann auch sozusagen nicht wirklich geklappt, aber stellt sich halt eben ähnlich rassistisch auf. Antisemitische Verschwörungstheorien gibt es da, die Vorstellung, irgendwie Roma in Italien zu zählen. Also inhaltlich sozusagen sind die Unterscheidungen nicht gravierend. Und dann haben wir unten sozusagen ein Beispiel für diesen Punkt ethnokulturelle Differenz versus biologische Differenz. Ein Bild der identitären Bewegung, das ist jetzt nur so halb drauf, aber das ist auch nicht schlimm. Genau, und da steht 100% identitär, 0% Rassismus drauf und dass diese blaue Person ist sozusagen aus dem Film Avatar von James Cameron. Entlehnt und da soll es so darum gehen, also in dem Film geht es ja darum, dass diese blauen Aliens sozusagen von den Menschen sozusagen so überfremdet werden, also dadurch, die Menschen kommen dahin und beuten den Planeten aus und machen alles kaputt und am Ende wehren die sich und schmeißen alle Menschen raus, außer einen, der irgendwie zum Alien transformiert wurde. Und sie beziehen sich halt darauf, einfach weil das ein popkulturelles Anknüpfungsding ist und ich würde mich jetzt auch nicht groß darüber empören, auch ein guter Film will, kann von Identitären übernommen werden und sie packen dann das Bild drauf, einfach deshalb, weil sie denken, okay, Leute erkennen das und finden uns ein bisschen cool, auch wenn, wie gesagt, das jetzt auch nicht allzu Besonderes ist, aber es hat natürlich einen Grund darauf, dass sie sich darauf beziehen sozusagen. Sie sagen halt verschiedene
Kulturen mit ihren Individuen, das ist ja unauflöslich miteinander verknüpft, können einfach nicht zusammen existieren und das ist dann wie Menschen auf Aliens treffen. Und das ist ja eigentlich eine rassistische, zutiefst rassistische Aussage, sollte klar werden, weil sozusagen natürlich in dem Film die blauen Aliens sozusagen ja tatsächlich anders sind als die Menschen. Also sind ja tatsächlich biologisch anders, aber Menschen und andere Menschen sind das halt nicht. So, und deswegen, das wäre ein Beispiel, wie sie sich versuchen zu inszenieren und wie das sozusagen mit den Kontinuitäten auch zusammenhängt. Genau, was vielleicht noch ganz kurz gesagt ist, zu diesem Antitotalitarismus, also sowohl gegen Sowjetkommunismus als auch gegen Nationalsozialismus wird oft auch jetzt sozusagen als Anti-Extremismus verwendet, dass man sagt, naja, die wahren sozusagen Anhänger von diesen totalitaristischen Ideologien sind halt sozusagen die Linksextremisten, gegen die man ist. Und ich glaube, wir haben auch, glaube ich, alle festgestellt, dass das IFS momentan, ähnlich wie die Identitäre Bewegung oder 1%, glaube ich, mindestens 70% seiner Zeit damit verbringt, irgendwas über Linksextremisten herauszufinden. Also es erscheint jetzt gerade irgendwie jede Woche mindestens eine aufklärende Recherche auf 1% für unser Land, die sozusagen linksextremistische Strukturen von den Grünen über die SPD an den Pranger stellt. Genau, und gerade diese Journalistenjagd, das ist vielleicht noch ein eigener, kann man aber einen eigenen Vortrag drüber halten, aber ich glaube sozusagen in momentaner Form ist dieser Antikommunismus, der sozusagen die faschistischen Ideologien immer begleitet hat, ein Stück weit in diesem Anti-Extremismus zu finden. Genau, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu den ideologischen Kernelementen der neuen Rechten, die wir vorhin sozusagen als Akteure kennengelernt haben. Wir haben eben diesen völkischen Nationalismus, der ist zum einen eben, dass er biologisch, also inhaltlich gleich ist mit dem biologistischen Rassismus, aber zum anderen auch sozusagen alle politischen Entscheidungen her vom Volk denkt. Kubitschek sagt selber, naja, er möchte sich sozusagen mit so Alltagsfragen nicht beschäftigen. Für ihn geht es immer nur darum, was das Volk so macht und das bedeutet eben, wie das Volk irgendwie nicht überfremdet wird und stirbt oder irgendwie, wie das Volk sozusagen seinen Schicksalsweg geht und so weiter. Auch zum Beispiel der Holocaust ist für Kubitschek dann auch nur ein Weg, den ein Volk eben geht, hat er selbst mal gesagt. Genau, aber deswegen geht es ihm so um diese großen Fragen, wie das gehen könnte und das ist sozusagen das, weil jede Politik darauf runtergebrochen wird, wie es sozusagen dem Volk geht. Zum Volksbegriff sozusagen gibt es gleich noch einen kleinen Exkurs. Anderer Punkt ist die Gewaltbereitschaft. Also wir haben nicht nur in Halle beobachtet, dass die Identitäre Bewegung sehr starken gewaltbereiten Kern hat. Und das liegt zum Beispiel daran, dass sie natürlich teilweise schon aus Leuten besteht, die eine lange Geschichte in dem Bereich haben. Und ähnlich bei Sezession, also die Freie Kameradschaft, da waren NPD, waren, wo man sich halt auch öfter prügelt. Und ohnehin schon irgendwie ein gewisses Vorstrafenregister im Zweifelsfall hat. Aber es gibt auch eine inhaltliche Komponente hinter dieser Gewaltbereitschaft und die besteht darin, dass sie zum einen sich selbst inszenieren als sozusagen die letzten Kämpfer und das macht Kubitschek, das machen die Autoren der Sezession, auch wenn sie einfach nur eine scheiß Kolumne schreiben, tun sie halt so, als seien sie irgendwie das letzte Bollwerk, das das Volk noch sozusagen am Überleben hält. Und deswegen gehen sie erstens davon aus, dass die Apokalypse sozusagen eigentlich schon eingetreten ist. Sie sagen halt, okay, wir sind die letzte Generation, die noch was machen kann. Sie gehen davon aus, dass sozusagen, eben da kommen wir gleich noch zu, sozusagen eine kleine Elite das Volk in den Abgrund führt. Und sie gehen davon aus, dass alle Leute, die eine andere Meinung haben als sie, bezahlt, gekauft oder einfach nur geisteskranke Verräter sind sozusagen. Und daraus kommt da eine gewisse Gewaltbereitschaft, weil sie spüren ja die Wahrheit schon. Also sie spüren ja, dass sozusagen das Volk eigentlich ja, ist ja keine irgendwie wissenschaftlich fassbare Kategorie, aber sie wissen, dass es existiert und sie wissen, was getan werden muss. Aber warum macht es denn keiner? Und das liegt eben daran, dass sie finstere Mächte, und das hängt dann auch wieder mit Antisemitismus zusammen, sich gegen sie verschwören. Und daraus kommt eine Gewaltbereitschaft, weil das bringt ja nichts, mit denen zu diskutieren, man muss sie halt bekämpfen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite heißt es, wenn ich immer davon ausgehe, dass die Apokalypse vor der Tür steht, bin ich und denke, dass es eine Katastrophe ist, dann bin ich ja natürlich auch dazu verpflichtet, irgendwie zu kämpfen. Und deswegen sind, glaube ich, in diesen ganzen neurechten Begrifflichkeiten, die immer wieder mit großem Austausch und so weiter kommen, steckt auch eine große Gefahr für Rechtsterrorismus, wo wir gleich auch noch was dazu sagen werden, wo das auch schon passiert ist und was das sozusagen mit dem Institut für Staatspolitik in Schnellruder zu tun hat. Genau, Antisemitismus und Sexismus, da kann man sozusagen einfach in die Bilder gehen, um das nochmal darzustellen. Wir fangen hier links unten mit Antisemitismus an. Und da geht es um George Soros, und den muss man nicht sympathisch finden, den kann man auch sehr gerne kritisieren. Aber der erfüllt ja so eine gewisse Funktion in der Ideologie der neuen Rechten. Also ihm wird halt vorgeworfen, also was er tatsächlich macht, ist halt so ein liberaler Milliardär, der halt irgendwie verschiedene andere liberale Propagandaschmieden da finanziert sozusagen. Aber die neuen Rechten
werfen denen sozusagen vor, dass er teilweise sozusagen fast schon hinter unserem Protest steht und den finanzieren würde, dass er hinter jedem Unteilbar-Protest stehen würde. Also sozusagen George Soros wird grundsätzlich vorgeworfen, diese ganzen Volksverräter, die sich den Ideen der Rechtsextremen entgegenstellen, immer zu finanzieren, dahinter zu stecken sozusagen. Und dazu kommt noch, dass er sozusagen ein Staatsmann ohne Staat wäre. Und in dem Artikel von 1% geht es halt tatsächlich darum, dass er irgendwie, ich glaube, in Ungarn geboren sei und dann jetzt in die USA gekommen wäre, aber dann niemals heimisch geworden wäre und so weiter. Also sozusagen dieser wurzellose Finanzinvestor mit vermeintlich oder tatsächlich jüdischen Wurzeln, der sozusagen das Volk davon ab, vom rechten Weg abbringt. Und das hat nicht nur eine antisemitische Komponente sozusagen, es ist einfach sozusagen Teil so einer antisemitischen Denkfigur, die das im IFS auch und bei, vor allen Dingen bei 1% auch immer wieder kolportiert wird. Der andere Aspekt von Antisemitismus und der neuen Rechten ist natürlich, dass sie trotzdem, obwohl sie sagen, sie starten quasi 1945 komplett neu, sind sie natürlich trotzdem irgendwie deutsche Nationalisten und sind damit immer dazu gezwungen, sich irgendwie zu den zu Shoah und zur nationalsozialistischen Massenvernichtung zu verhalten. Und das endet meistens in einer gewissen Leugnung. Also Kubitschek sagt, das ist ein Weg, den Volk eben geht. Alexander Markowitsch von der Identitären Bewegung sagt, naja, die Shoah war natürlich ein Völkermord, aber was ist denn das hier, was gerade mit dem großen Austausch passiert? Dafür schwindet doch unser Volk auch. So, das ist ja eigentlich dasselbe. Also sozusagen solche relativierenden, verharmlosenden Statements gibt es in dem Bereich immer. Und die sind natürlich auch antisemitisch. Das hat also sozusagen zwei Ebenen. Einerseits selbst so eine Denkfigur, zum anderen aber natürlich so einen revisionistischen Antisemitismus. Gewaltbereitschaft sozusagen findet man natürlich auch teilweise in deren Statements. Also hier ist so ein von der Kontrakultur Halle, wahrscheinlich geht es da auch in dem späteren Vortrag auch noch drum, eben so ein Reconquer the Streets Ding. Und sie, das ist ganz interessant, sowohl IFS als auch IB sagen auf der einen Seite immer, eigentlich, naja, wir lehnen ja Gewalt ab und so weiter, wir sind ja komplett friedlich und heulen halt immer rum, wenn sozusagen einmal irgendwas vermeintlich passiert ist oder wenn sie sagen, Linksextremisten hätten irgendeine Gewalttat begangen, dann gibt es da immer echt seitenweise Gejammer. Und auf der anderen Seite gibt es halt so eine Inszenierung, die darin besteht, naja, aber wir machen jeden Tag Kampfsport so und wenn wir die mal finden und so, dann ist aber was los, die halt auch dahinter steht sozusagen. Das liegt halt natürlich daran, dass du als Rechter ja nicht sagen kannst, oh, die anderen verfolgen mich immer, ich bin so ein Opfer. Also sozusagen nicht komplett sagen kannst, du musst ja auch dich selbst als starken, männlichen Kämpfer inszenieren. Und da kommen wir auch schon zum Sexismus sozusagen. Das Männerbild ist sozusagen sehr klar, irgendwie der Kämpfer der ersten Reihe, der Held, der sozusagen da kämpft. Ich meine, bei Kubitschek, gerade beim Verlag Antaios bzw. IFS, ist ja auch Kubitschek mit seiner Familieninszenierung so stark da, mit seiner Frau Ellen Kositzer, die ja da auch im Zweifelsfall sich siezen und dann erklären, wie viele Kinder sie haben und dass die irgendwie alle so altgermanische Namen haben und so weiter. Das ist natürlich auch ein Teil von so einer kleinbürgerlichen Familienidylle, die so sehr romantisch verklärt wird. Und Kubitschek hat auch selber schon öfter gesagt, naja, meine Vorstellung ist halt so, ich war zum Beispiel mal Soldat, ich würde auch jederzeit jetzt wieder kämpfen, aber er ist jetzt so alt und Familienvater, deswegen macht er das nicht mehr. Aber sozusagen ist eine Gesellschaft, in der Frauen, Männer, Kinder, ältere Leute und so weiter eine klare, feste Rolle haben sozusagen. Sie versuchen natürlich auch auf dem Gebiet des Feminismus sozusagen irgendwie sich zu verhalten und da gibt es von Radikal Feminim. Das war mal also sozusagen so ein identitäres Blogprojekt, was auch von 1% und so weiter gepusht wurde. Von der Person, ich glaube, Franziska Barrett. Sozusagen so ein Versuch zu sagen, ja, wir sind sehr weiblich und das ist auch voll in Ordnung, aber wir sind nicht feministisch. Also sie versuchen momentan ja die Leute eher so inszenieren wie, naja, wir sind jetzt nicht mehr so super altmodisch, sozusagen Frauen dürfen auch was, aber sie sollen dann sozusagen ihre eigene weibliche Rolle finden. Und dabei kommt es natürlich immer wieder zu so sexistischen Entgleisungen. Also quasi der Feminismus wird abgelehnt, weil er sozusagen die biologische Rolle von Frau und Mann irgendwie ignorieren würde. Dann darf zwar im Zweifelsfall, weil es so modern ist, eine Frau auch mal eine Fackel halten sozusagen, aber dann ist auch wieder gut. Und das findet sich ja auch in der Struktur der neuen rechten Denkweise. Vielleicht als letztes zur neuen Rechten, beziehungsweise gerade auch zum IFS, kommt nochmal die Inszenierung. Also das linke Bild haben wir ja schon gesehen mit dem dunklen Ritter und so weiter. Das ist natürlich eher Rezeption. Aber der Artikel im Spiegel ist halt so schlecht, weil die Rezeption gleich mit der Inszenierung ist. Also wir haben eben diese Inszenierung als intellektuell, als tiefgründig, als neu, als etwas ganz Besonderes sozusagen. Es gab halt eine längere Zeit eigentlich bis letztes Jahr, wo fast jeder Artikel, der sich damit beschäftigt hat, darauf reingefallen ist. Ein anderes Beispiel wäre nicht nur der dunkle Ritter, sondern auch irgendwie im Tagesspiegel
über Götz Kubitschek, wo dann geschrieben wurde, er ist der Verleger, der den Sturm liebt. Und die verschiedenen anderen Sachen, die über die Buchmesse geschrieben wurden. Und dazu gehört natürlich nicht nur das, und da müssen wir, glaube ich, auch mal aufpassen, wenn wir zum Beispiel erklären, was so ein kleines Dorf Schnellroda ist, gehört auch zum Beispiel so eine völkische Siedlungsromantik dahinter, die das EFS verbreitet. Also sie sagen, naja, wir sind nach Schnellroda gezogen, um dort zu siedeln, wo noch eine freie Erde ist und so weiter, wo die Leute halt auch noch nicht so verdorben sind wie in den Großstädten, wo es irgendwie 50% Islamisten und 50% Linksextremisten gibt, sozusagen. Und deswegen gehen wir ja in die ostdeutsche Provinz, und es gab von 1% auch mal so eine Art Siedlerstipendium, es war letztendlich nur eine Nachricht, das war hier, junge Familie, meldet euch, wenn ihr gerne auf das Land ziehen wollt, in die ostdeutsche Provinz, dann kriegt ihr irgendwie so eine Starthilfe, dann geben wir euch Geld. So, aber ich habe mich da nicht gemeldet, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob was draus geworden ist, weil die hatten zwischendurch, letztes Jahr war das, hatte 1% IFS tatsächlich immer so eine Art Ankündigungsökonomie irgendwie aufgebaut, wo sie halt irgendwie jede Woche so ein großes Projekt starteten, irgendwie hier Betriebsratskampagne, Zentrum Automobil, irgendwie Siedlungskampagne und so weiter. Also jede Woche eine neue Kampagne, so, da kann eigentlich nichts draus geworden sein. Und man hat auch von diesen Kampagnen fast immer nie wieder was gehört. Von daher muss man sagen, aber das gehört so auch zu der Inszenierung, dass man sagt, ja, die haben immer so freshe Kampagnen. Genau, wir gehen noch einmal vertieft in die Ideologie der neuen Rechten am Beispiel des Volksbegriffs von zwei Sezessions- bzw. EFS-Antaios-Autoren. Genau. Hier würde ich wieder übernehmen, und zwar haben wir den Volksbegriff gewählt, weil der sehr zentral auch in der Selbstdefinition der neuen Rechten ist. Also, dass man das andere darüber ausgrenzt, dass man sich selber definiert. Und das werde ich jetzt an zwei Textbeispielen der neuen, also in der Primärliteratur zu sagen, ausbauen. Ich fange an mit Rolf-Peter Sieferles Finis Germania, dass der Fehler ist im Original, es müsste Germanier heißen. Aber das kam 2017 nach dem Tod Sieferles in die Spiegel-Bestsellerlisten, weil es auch von einem Spiegelautor, meine ich, sozusagen geratet wurde in eine Buchrezensionssendung. Und da, ja, also es war wirtschaftlich sehr ertragreich für den Verlag Antaios. Ich werde es an zwei Zitaten jetzt ausbauen. Das erste ist: Da die Juden keinen Anteil an der christlichen Ehre haben konnten, nisteten sie sich in den Nischen dieser Gesellschaft ein, als Wucherer und Händler. Auch hier eine Affinität zu den Deutschen, die von Helden zu Händlern geworden sind, von aller Welt verachtet und auf ihren Vorteil bedacht. Von der Seite 68. Ne, also man sieht eigentlich eine klassisch antisemitische Beschreibung von dem, was er als Juden definiert. Also er macht ja auch keine Definition, er sagt einfach die Juden, weil den Juden erkennt man ja halt. Ne? Wenn Deutschland heute als historische Größe verschwunden und zum bloßen wirtschaftsgeografischen Begriff geworden ist, wird sein schrecklicher Name doch im Gedächtnis der Völker erhalten bleiben. Ganz unabhängig davon, was in diesem Lande wirklich geschieht. Da der Holocaust keinem profanen, sondern einem auserwählten Volk widerfahren ist, wurde das Volk der Täter ebenfalls der profanen Geschichte entrückt und in den Status der Unvergänglichkeit erhoben. Auslassung: Die Juden, denen ihr Gott selbst die Ewigkeit zugesichert hat, bauen heute ihren ermordeten Volksgenossen aller Welt Gedenkstätten. Also, nicht, also die Höcke-Rede schwingt unwillkürlich ein. In denen nicht nur den Opfern die Kraft der moralischen Überlegenheit, sondern auch den Tätern und ihren Symbolen die Kraft ewiger Verworfenheit zugeschrieben wird. Nachdem das reale Deutschland untergegangen ist, bleibt es als Mythos dauerhaft erhalten. Hier zahlt sich die Abgebrühtheit aus, welche die permanente Konfrontation mit einem Mythos erzeugt. Die Menschen, welche in Deutschland leben, haben sich ebenso daran gewöhnt, mit dem Antigermanismus fertig zu werden, wie die Juden lernen mussten, mit dem Antisemitismus zurechtzukommen. Also eigentlich sprechen die Zeilen für sich, wenn man das liest. Aber hier wird sozusagen probiert, ja, die Deutschen mit den Juden zu parallelisieren. Und sozusagen, weil die Deutschen versucht haben, alle Juden in Europa auszurotten, sind sie jetzt eine Schicksalsgemeinschaft mit den überlebenden Juden und dürfen sich jetzt nicht wehren, selber ausgerottet
zu werden. Also es, ne? Und Antisemitismus, auch im letzten Satz, ist etwas ganz Natürliches irgendwie. Ne? Wir mussten halt damit lernen, dass es das gibt und dass es dann halt in Auschwitz geendet ist. Ist halt passiert. Ne? Aber jetzt hier der Antigermanismus, Volkstod, ja. Genau, ein Punkt. Genau, was auch noch interessant ist, ist der Satz, nachdem das reale Deutschland untergegangen ist, bleibt es als Mythos dauerhaft erhalten. Also Ellen Schenke, also die Frau Tubitschek, wurde mal auf der zweiten Legida-Demo gefragt, warum sie mit dieser Würmerflagge rumläuft. Wurde nicht erkannt, wurde halt einfach interviewt. Und sie meinte, die Würmerflagge, das steht für das geheime Deutschland. Das ist noch ganz spannend. Das zweite Beispiel ist erschienen auf dem Sezessionsblog am 22. September 2018. Und da fragt Caroline Sommerfeld, die auch in der identitären Bewegung aktiv ist, obwohl eigentlich dem Alter durchaus schon entkommen, bin ich völkisch? Das beantworte ich die Frage natürlich nicht, sondern sagt dann drei Volksbegriffe. Also ob man sich das dann aussuchen darf am Ende, das sei dahingestellt. Sie fängt an mit dem, mit der Einleitung, mache ich es ihm doch leichter. Auch um seinen hasserfüllten Kollegen Kasim und Emke das Ausgetrenntseins Spiel zu verderben, indem ich noch einmal die Regeln erkläre. Klar habe ich einen ethnischen Volksbegriff. Den zu explizieren ist einerseits ganz einfach, andererseits ausgesprochen kompliziert. Also man fragt sich jetzt unwillkürlich, was da nun, wenn es einfach ist, kompliziert sein soll. Weil auf gänzlich verschiedenen Ebenen gefragt, nein wird es nicht, und geantwortet wird, wenn die Frage auftaucht, wer ist Deutsch? Also ne, sie sagt ja nicht, sie hat einen ethnischen Volksbegriff und dann fragt sie, wer ist Deutsch? Also, ne, also Deutsch ist nach dem ethnischen Volksbegriff der, der deutsche Ethnie ist. Dann unterscheidet sie drei Arten von Deutschen. Also ne, wenn man nochmal zurückspringt, drei Volksbegriffe, das hat sich mittlerweile erledigt. Sie ist schon vom Volk zum Deutsch gekommen. Der aus physischer Vererbung und im Weberschen Sinne ethnisch gemeinsame hervorgehende Phänotyp des Deutschen ist augenscheinlich. Ja, also braucht man eigentlich auch nicht mit Weber argumentieren. Deutsch ist, wer deutsch aussieht. Und wer deutsch aussieht, werde so auch leibliche Teile des Volkskörpers. Also wer deutsch ist, gehört zum deutschen Volkskörper, natürlich auch, weil er halt deutsch aussieht. Dann gibt es den Passdeutschen. Religiösen und kulturellen, der Witz ist, dass es nicht um die gemeinsame Rasse geht, die zweifellos vorhanden ist. Also da ist man halt schon vom ethnischen Begriff zum rassischen übergegangen. Die Leute waren und sind Europäer. Gut, also anscheinend ist dann die deutsche Ebene innerhalb der europäischen Rasse. Sondern beim Nationalismus-Test kulturelle Parameter abgeprüft werden. Der Passdeutsche ist und bleibt vom Abstammungsdeutschen unterscheidbar. Klar, bei der Abstammungsdeutsche sieht halt deutsch aus. Deutschland gehört zu denjenigen Staaten, die das Abstammungsprinzip bei der Vergabe der Staatsbürgerschaft zugrunde legen, fiktiv, weil es sich beim Grundgesetz nicht um eine sich selbst vom Volk gegebene Verfassung handelt und man daher das historisch existierende Volk des Jahres 1949 als souverän nur als Annahme voraussetzen kann. Also sie vermixt da wieder mehrere Ebenen. Zum einen natürlich diese Verschwörungstheorie, dass das Grundgesetz, gut, das, in dem Fall ist das keine Verschwörungstheorie, es wurde von den Alliierten aufoktroyiert, aber allerdings mit guten Gründen. Aber sie macht es natürlich sozusagen, das ist nicht vom Volk selber gegeben und ja, dann fragt sie natürlich, was wäre, wenn das Volk es sich selber geben würde, was sie dann machen würde. Was sie auch macht, dass sie von dem Jahr 1949 ausgeht, wenn sie davon spricht, was nun zum Passdeutschen gehören kann und was sie nicht sagt, aber was natürlich mit gemeint ist, wer nicht dazu gehört. Und das sind 1949, na klar, also natürlich die vorher fast komplett ausgerotteten Juden. Kommen wir zum Volksdeutscher. Deutschland hat eine Causa Finalis. Das bedeutet, es ist um etwas willen, das müsste eigentlich groß geschrieben werden, in der Welt.
In jedem Volk werden sehr spezielle Seeleneigenschaften herausgebildet und gepflegt, die später als Geistesgabe die ganze Menschheit, in die ganze Menschheit übergehen sollen. Also Deutschland hat einen Endzweck, was auch in Sieferles Buch Finis Germania und auch in den zitierten Passagen zu tragen kommt. Wenn wir auf diese Art und Weise auf Deutschland schauen, wird allerdings eines klar. Eine Menge Abstammungsdeutsche und ihnen zugezählte Passdeutsche haben keinen Anteil an irgendeiner Form geistigen oder auch nur seelischen Deutschseins. Siehe zum Beispiel dieses Exemplar, dort wahrscheinlich auf einen linken rekurriert. Also was sagt sie? Ne? Man kann Abstammungsdeutsche sein, man kann Passdeutsche sein, aber zum Volksdeutschen, zum wahren Deutschen gehört man halt nicht, wenn man sozusagen das Volksdeutschsein verrät. Also da relativ simple Volksverräter-Rhetorik. Sie sind in einem wesentlichen Sinne keine Deutschen, haben ihre Volkszugehörigkeit verwirkt. Ne? Und wer seine Volkszugehörigkeit verwirkt, was macht man nun mit dem? Der Gedanke der ja, Exekutierung und auch der Gewalt mit der Person liegt halt relativ nahe. Volk im Sinne des Ethnopluralismus beruht auf zum einen einer territorialen Entität, die wiederum mit der Abstammung zusammenliegt. Ne? Also zum deutschen Gebiet kann natürlich nur gehören, wer vorher schon Deutscher war. Entgegen der Postulierung eines festen Nebeneinanders ist dieses aufgrund der Bestimmung der territorialen Entität durch die zeitliche Tiefe nicht festgesetzt, sondern beliebig von der Definition der Abstammungsgemeinschaft, also wer gehört dazu zu den Deutschen, abhängig. Was natürlich auch nicht gerade Gebietsausdehnungen durchaus mit impliziert. Und da haben wir ein Beispiel von der letzten Akademie. Links im Bild ein Instagram-Beitrag eines Teilnehmers, geliked übrigens auch von Jonas Schick, den wir vorhin mal gesehen haben und der nicht nur regelmäßig Autor des Sezessionsblogs ist, sondern halt dort auch zum Teil angestellt. Ne? Also Deutschland bleibt deutsch und unter Deutsch ist hervorgehoben, ja, was denn nun deutsch ist. Und da möchten wir gerne auf drei Gebiete hinweisen, die, ja gut, seht selber. Das ist zum einen unter dem Oberbalken des Ts, der Elsass. Und in der dritten Reihe rechts beim S und C ist es Österreich. Und weil es natürlich noch ein bisschen weiter nach Süden geht, gibt es in der letzten Zeile auch noch Südtirol. Also soweit hat es Hitler nur kurz geschafft, aber zumindest in der Vorstellungswelt, was natürlich, ja, also unabhängig jetzt auch von dem Schwarz, Weiß-Rot, aber geplante deutsche oder neue deutsche Gebiete. Gehen wir zum nächsten Punkt, der Gewalt und dem Rechtsterrorismus. Da verweisen wir zum einen auf unseren letzten Redebeitrag, der ist online nachzulesen. Ich werde es nur kurz jetzt in drei Stichpunkten abhandeln. Zum einen das Buch Umfolgung von Atif Perinci, erschien im Verlag Antaios. Und der Komplize oder mutmaßliche Komplize des mutmaßlichen Mörders von Walter Lübcke hatte dieses Buch, war großer Fan von Perinci. Und hat in dem Buch, das kam jetzt bei einer Razzia erst letztens raus, den Namen des späteren Mordopfers angestrichen. Das Buch in der Mitte von des französischen Faschisten Camus reportet gegen den großen Austausch im Verlag Antaios als deutsche Übersetzung von Martin Semlitsch, einem ja, österreichischen identitären Nahen und schon seit ja, etlichen Jahren in der Szene. Und auch als bisschen so graue Eminenz der Identitären bekannt, wie man eventuell auch an dem Buchcover im Hintergrund erahnen kann. Und The Great Replacement dürfte, glaube ich, noch jedem in Erinnerung sein. So war das Manifest des Christchurch-Terroristen überschrieben, der nicht nur zufällig auch an Sellner den Kopf der österreichischen Identitären gespendet hatte und auch mit ihm E-Mail-Verkehr hatte, natürlich davor. Aber das er ihn gerade angeschrieben hat, dass er ihm Geld gespendet hat, geht natürlich auch darauf zurück, dass da ein
gemeinsamer ideologischer Überbau ist, beziehungsweise auch Übereinstimmung im Weltbild. Und die da natürlich sehr tragisch endet, sind in dem Fall von Christchurch. Und rechts das Buch von Fürthmann, auch wieder von Semnitsch übersetzt. Europa verteidigen, 10 Texte. Auf Fürthmann baute im Wesentlichen das Manifest von Anders Breivik aus, der damals in Norwegen, ich glaube, über 70 Menschen getötet hat. Und interessant ist in dem Fall, dass sich zum einen auch der Christchurch-Mörder auf Breivik sehr stark bezieht, als auch, dass dieses Buch hier, diesen Text von Fürthmann, nach dem Attentat Breiviks erschienen ist und auch als bekannt war, dass sich Breivik vor allem auf Fürthmann bezieht. So. Genau, ein Stück weit haben wir uns sozusagen bei unseren Protesten immer gefragt, sozusagen, okay, was ist jetzt das Gefährliche am IFS? Da werden wir gleich in antifaschistischen Perspektiven auch nochmal ein bisschen genauer drüber reden. Aber wir haben uns immer gesagt, naja, es kann ja nicht, also es ist ja nicht irgendwie so eine große intellektuelle Leistung, was sie da irgendwie abbringen sozusagen. Und es ist jetzt auch nicht, dass Kubitschek wirklich dieser finstere Strippenzieher wäre, als er, der er sich selbst gerne inszeniert sozusagen. Und dann haben wir gesagt, naja, es ist halt vor allem eine Vernetzungsplattform und sozusagen mit anderen Rechtsextremen. Und das macht das IFS so gefährlich, jenseits von solchen sozusagen faschistischen Propagandaschriften, die auch reale Morde inspirieren. Sozusagen, und früher war das eine sehr erfolglose Vernetzungsplattform, muss man sagen. Also früher, meint jetzt zum Beispiel 2003, als sie nach Schnellroda gekommen sind, hat das zuerst niemand interessiert und deswegen haben auch die Nachbarn meistens gar nichts gemerkt sozusagen. Natürlich konnte man schon wissen, dass der irgendwie ein Faschist ist sozusagen, aber es war sozusagen auch in der Umgebung nicht sonderlich bekannt, dass da jetzt sozusagen so ein völkisches Zentrum entstehen soll. Und es wurde dann halt ein bisschen stärker sozusagen in den Nullerjahren, weil Kubitschek auch sozusagen so eine Aktion geplant hat, und zwar die konservativ-subversive Aktion. Das sollte so irgendwie Aktionsformen der Linken, vermeintlich Aktionsformen der Linken irgendwie kopieren, und das hat er so inszeniert und da so Manifeste geschrieben und gesagt, naja, wir sind jetzt die neuen Rechten, wir sind jung und frisch, und haben dann verschiedene Sachen gemacht. Zum Beispiel einmal haben sie irgendwie transparent bei irgendwie einem Konkretkongress runtergelassen. Sie haben also Flyer verteilt und irgendwie sich auch mal irgendwo hingesetzt. Und das waren sozusagen so neue, trendige, von den Linken übernommene Aktionsformen. Genau, und diese konservativ-subversive Aktion war dann teilweise in so Feuilletons-Thema, weil dann tatsächlich sich auch irgendwelche bürgerlichen Journalisten herausgefordert fühlten und gesagt haben, na gut, da schreibe ich jetzt drüber und weise ihnen nach, dass sie doof sind. Und das war so ein ganz kleiner Erfolg sozusagen, aber trotzdem hat tatsächlich niemand sich groß für Schnellroda interessiert. Und wir müssen auch gestehen, das ist natürlich ein Problem sozusagen, weil es ein völkisches Zentrum war und dafür sollte man sich sozusagen seiner Nachbarschaft und seiner Umgebung halt interessieren und dagegen auch protestieren und versuchen, was dagegen zu unternehmen. Aber ich glaube, auch wir sind vor allen Dingen darauf aufmerksam geworden, weil ab 2014, 15 die identitäre Bewegung sozusagen aus Frankreich kommt, muss man auch sagen. Zuerst ist sie ja 2012 mit so einer Moscheebesetzung in Frankreich aufgefallen, so ein Medienphänomen wurde. Und tatsächlich hat Kubitschek anfänglich gesagt, mit Identitären will er eigentlich nichts zu tun haben. Die sind so ein bisschen komisch. Hat sich dann aber eben, als wir angefangen haben mit unseren Demonstrationen 2016, halt 1:1 darauf eingelassen. Also er hat sofort gesagt, sozusagen, ich verbünde mich mit denen, das sind klasse Leute, und hat dann sozusagen einfach nur davon profitiert, ist unsere These, glaube ich, dass die so ein Medienphänomen waren, dass die sozusagen so mit Internet und sowas konnten und deswegen sozusagen mitgemacht hat. Und das hat auch die Akademien gerettet. Es gibt halt Winterakademien, Sommerakademie, jetzt gibt es eine Herbstakademie und da kommen tatsächlich dann Leute, ganze identitären Ortsgruppen, die da hinfahren, 200 Bücher kaufen und wieder verschwinden. Also es gibt tatsächlich begründete Hinweise darauf, dass die Pflichtkäufe haben, dass eine Gruppe da hinkommt und sagt, wir kaufen gerne 20 Mal den großen Austausch von Camus, und dass das diesen Verlag auch ein Stück weit, bevor Pirinci da war, bevor der gesamte Rechtsruck mit Pegida, mit der AfD da war, dass diesen Verlag auch irgendwie saniert. Genau, und da hat man sich eben auch zusammen mit den Identitären und auch ganz früher, hat man immer so gesagt, naja, Parteien mögen wir eigentlich nicht so gerne. Denn wir sind sozusagen die Leute, uns geht es ja ums Volk, uns geht es um die Metapolitik. Metapolitik
heißt ja für die und auch Staatspolitik meint dasselbe. Es geht uns halt sozusagen zum einen grundsätzlich um so diese Frage, wie das Volk sich bewegt, was ich ja schon erzählt habe. Und es geht uns auch darum, dass wir uns nicht so mit so realpolitischen Kleinigkeiten beschäftigen. Und auch es geht uns darum, sozusagen so einen Lebensstil vorzuleben. Und da sozusagen den vorpolitischen Raum zu erobern. Das meint halt vorpolitischer Raum, naja, wir leben in Schnellroda auf dem Dorf und siedeln dort irgendwie so als Völkerfamilie und haben 8 Kinder, so, das ist sozusagen der vorpolitische Raum, weil die Leute sehen die dann und sagen, ach, das ist aber eine nette Familie, so Erdbeeren pflücken irgendwie im Urwald will ich auch. Und deswegen sozusagen werden rechte Ideen irgendwie in der Gesellschaft verankert, das ist sozusagen die Idee dahinter. Das heißt also, es gab lange Zeit zwischen IFS, aber auch IB, und zwischen IFS und AfD halt eine extreme Distanz, zumindest die behauptet wurde, weil man halt gesagt hat, naja, mit so irgendwelchen Politikern wollen wir nichts zu tun haben, wir sind nämlich rechte Propheten, wir sind sozusagen Volkspropheten. Inzwischen ähnlich wie das IFS längst jede Distanz zu IB aufgegeben hat, nicht nur wegen Buchverkaufen, sondern auch, weil man gesagt hat, naja, wenn die Aufmerksamkeit kriegen, wollen wir sie auch, ist es ähnlich mit AfD und IFS. Tatsächlich würde ich persönlich sagen, geht das Institut für Staatspolitik inzwischen völlig von der, in der Alternative für Deutschland auf. Das sieht man daran, letzte Winterakademie, Januar 2019, war Alexander Gauland, der Bundesvorsitzende der AfD-Fraktion, Stargast sozusagen. Auch die Bewerbung war um ihn herum, er hat auch den prominentesten Redeplatz bekommen. Diese Sommerakademie, also jetzt vor 2 Wochen, war es Alice Weidel, sozusagen die andere Fraktionsvorsitzende, die sozusagen Stargast war, und auch davor waren etliche Bundestagsabgeordnete der AfD da, die tatsächlich auch immer eingesprungen sind, wenn halt sozusagen sonst kein berühmter Rechter irgendwie gekommen ist. Also 2017 gab es teilweise noch, 17, 18 gab es teilweise noch Jack Donovan, das ist ein amerikanischer Männerrechtler, aber der verkauft relativ erfolgreich Bücher, das heißt, den irgendwie auf eine Akademie zu bekommen, ist vielleicht für auch irgendwie Rechtsextreme, die nicht einfach qua Kadermitgliedschaft irgendwie kommen müssen, ganz interessant. Aber immer wenn die Leute nicht kamen, ist halt irgendein AfD-Bundestagsabgeordneter eingesprungen, hat irgendeinen Quatsch erzählt sozusagen auch. Sonderlich, nicht sonderlich rhetorisch begabte Leute. Und genau, seit 2017, 18 merkt man halt sehr stark, dass sozusagen immer diese AfDler einspringen. Und dazu kommt noch die strukturelle Komponente. Erik Lehnert ist der Leiter des IFS. Also Götz Kubitschek ist formell gar nicht mehr sozusagen Direktor, sondern dieser Dr. Erik Lehnert. Und der ist jetzt zum einen seit längerem Mitarbeiter beim AfD-Bundestagsabgeordneten, was auch relativ krass ist, also der große Institutsleiter dieses wichtigen Instituts, was angeblich alle Strippen zieht, ist einfach nur Wahlkreismitarbeiter beim Abgeordneten der AfD, den niemand kennt, so Harald Weil, Name ist jetzt genannt, aber kannte ich vorher auch nicht. Und etliche andere Mitarbeiter, ähnlich bei den Identitären, sind ja jetzt, haben jetzt da sich auch Posten bei der AfD geschnappt, sozusagen, und das sind keine Posten in der ersten Reihe, das sind Posten eben in Wahlkreisen, als Referenten für Fraktionen und so weiter. Zum einen natürlich, weil es 5 Jahre oder 4 Jahre finanzielle Sicherheit sind, die der Verlag eben nicht hatte. Zum anderen natürlich auch, hat es natürlich auch Gründe, dass sie jetzt alle auf die AfD setzen. Der andere Punkt ist, dieser Erik Lehnert, und das ist letzte Woche rausgekommen, ist jetzt auch im Vorstand der Desiderius Erasmus Stiftung, also die Parteistiftung der AfD, was nochmal besonders irgendwie einträglich ist, nicht weil das so dick bezahlt werden würde, aber weil alle Stiftungen von den Parteien natürlich relativ große Strukturen sind tatsächlich. Und da wird auch noch was auf uns zukommen, weil natürlich jetzt alle völkischen, so zum Beispiel auch irgendwie Studierenden, sich jetzt darauf freuen können, zweifelsfall irgendwann mal ein Stipendium bei dieser Erasmus-Stiftung zu kriegen. Genau, und da ist jetzt sozusagen Erik Lehnert auch ein Mitchef von und hat jetzt gleichzeitig sozusagen die Bildungspolitik oder beziehungsweise die Rekrutierungspolitik der AfD mit in der Hand. Das heißt, sozusagen das IFS hat sich sozusagen komplett selbst aufgegeben, beziehungsweise einen Anspruch aufgegeben, ist in der AfD aufgegangen, wurde aber natürlich auch dafür belohnt. Kubitschek hat einen laufenden Verlag und die IFS-nahen Leute, Identitäre, sind alle mit Jobs versorgt. Genau, es hat neben dieser Komponente, die natürlich irgendwie krass opportunistisch ist, man kann eigentlich nicht 2016 sagen, ach, Parteien finde ich eher schwierig und 2017 einen Job da annehmen. Das finde ich ein bisschen inkonsequent. Hat es natürlich eine andere Komponente. Okay, das Besondere bei der AfD ist ja nicht, dass sie ganz viele Leute, dass sie 30% der Wählerinnen und Wähler in Sachsen irgendwie rechts gemacht hätte. Sozusagen qua Magie, dass sie gesagt haben, oh, ihr könnt übrigens AfD wählen, und die Leute so, alles klar, dann bin ich jetzt nicht mehr links und menschenrechts orientiert und irgendwie menschenfreundlich, sondern irgendwie ein rassistisches Arschloch so. Das ist ja nicht so, sondern das Potenzial war ja vorher da. Die AfD hat, glaube ich, tatsächlich ist nur
nutzbar gemacht und gesammelt sozusagen als Sammlungsbewegung. Und dadurch, dass die Leute gesehen haben, die hat diese Funktion, kommen natürlich auch immer mehr rechte Gruppen, die sich jetzt da drauf stürzen. Also es hat ja einen Grund, warum die NPD untergegangen ist, die Republikaner, die DVU oder was es alles noch gab. Die haben ja sozusagen sich teilweise auch selbst aufgegeben und große Teile sind da ja, haben ja darüber gemacht und sind jetzt irgendwie tätig in der AfD. Gerade in Sachsen-Anhalt merkt man das irgendwie, Montagsdemo, also in Halle zum Beispiel die rechtsextreme Montagsdemo hier mit Sven Liebig, da sind Leute jetzt in der AfD-Fraktion, Identitäre sind da drin, eben alte NPDler und so weiter, also wie das dahin strömt, scheint mir recht offensichtlich. Und genau das will das IFS ja auch. Eben, es gibt die strategische Komponente und es gibt halt diese Komponente, dass man sagt, naja, wenn ein völkischer Umsturz passiert, dann eben über diese AfD, die ja auch irgendwie ihren militanten Flügel braucht und ihren Propagandaflügel. Genau, und deswegen sagen wir momentan im Sinne antifaschistischer Perspektiven, dass das IFS gefährlich ist. Eben aber, wie schon erwähnt, nicht wegen der intellektuellen Gedanken, die sich da gemacht würde, weil zum einen Gedanken jetzt noch nicht die Kraft haben, irgendwie die Gesellschaft zu verändern. Also kann ja irgendwie viel faschistisch denken, so, aber das muss ja niemanden erstmal interessieren. Und auch nicht deshalb, weil Kubitschek so ein großer Stratege wäre, der das alles seit 2003 in Schnellroda geplant hat. Sondern einfach deshalb sozusagen, dass ihm das glücklicherweise für den Rest eher schlecht zugefallen ist, dass er diese Rolle bekommen hat, dass er die zugeschrieben bekommen hat, dass sich genug Funktionäre in der AfD bei den Identitären gefunden haben, die gesagt haben, naja, der sagt das schon seit 2003, da wird was dran sein, wir sollten dringend mit dem zusammenarbeiten und seine komischen Bücher kaufen. Und dazu kommt natürlich, das ist natürlich in Schnellroda, muss man sagen, bei jeder Akademie kommen da halt 150 Rechtsextreme. Und das ist schon das größte Vernetzungstreffen von Rechtsextremen, sozusagen genau mit diesem Ziel, was es hier dann sozusagen im Saalekreis gibt. Und es ist natürlich auch ein Teil der rechtsextremen Öffentlichkeitsarbeit. Also die AfD, zum Beispiel Fraktionen, macht dadurch Öffentlichkeitsarbeit, dass immer mal wieder alle zwei Wochen irgendein Funktionär was Skandalöses sagt. Also was wir erkennen, irgendwie mit Petri, wie diesen Flüchtling an der Grenze erschießen, diese zwei Schritte nach vorne und dann gibt es einen wieder zurück, wo sie sagt, ja, sowas ja nicht gemeint, aber wir müssen schon drüber nachdenken, ob man das Militär nicht dahin stellen will. Und das macht ja die AfD sehr, sehr strukturell. Und die ganze Zeit irgendwie per Facebook irgendwelche Statements rauszugeben, die halt irgendwie einzelner Mensch warten als das andere und dann empören sich viele Leute drüber. Das IFS macht es halt anders. Die machen weniger sozusagen diese ständigen Empörungssachen sozusagen, sondern machen eher bieten diese Inszenierung als intellektuell und da wird man ja drüber reden können. Und das hat ja auch Früchte, weil man jetzt immer wieder auf den Gedanken kommt, man müsste zum Beispiel mit Kubitschek reden. Also es gab ja hier in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, gab es ja zum Beispiel auch die Idee, Kubitschek irgendwie mit Holger Stahlknecht auf ein Podium zu setzen, letztes Jahr. Was ja nur daran gescheitert ist, dass Stahlknecht es verboten wurde. Und dann passiert das, was immer passiert. Wenn alle anderen absagen, sagen dann die Leute, die es veranstalten wollen, sagen dann, ja gut, wenn alle anderen abgesagt haben, nur Kubitschek aufs Podium setzen, das trauen wir uns dann doch nicht. Und dann wird es sozusagen abgesagt. Dann sagt der Veranstalter, wir bedauern, dass Stahlknecht sozusagen sich nicht der Debatte gestellt hat. Und Kubitschek sagt, naja, Feiglinge, so, ich habe gewonnen. So, und das passiert halt ständig. Das passiert auch irgendwie, ich glaube, die Stipendiaten von der Studienstiftung des Deutschen Volkes, also dieser Elite-Geschichte da, vom Elite-Stipendium, da gab es auch so eine Gruppe, die haben halt gesagt, sie wollen irgendwie über Demokratie diskutieren und haben überlegt, wen sie einladen und so. Und dann war natürlich auch Kubitschek wieder dran, weil man gesagt hat, die hat ja auch einen ganz anderen Blick auf Demokratie. Also sie haben so 5 Liberale und einen Faschisten eingeladen. So. Das war ihre Idee von Ausgewogenheit. Dann gab es öffentlichen Druck und so weiter, dann wurde es abgesagt. Und natürlich hat Kubitschek, dem das ja angeblich völlig egal ist. Also er schreibt immer, ihm ist unser Gegenprotest völlig egal, ihm ist völlig egal, wenn Leute ihn nicht mögen, ist völlig egal. Wenn er ausgeladen wird, hat natürlich dann wieder seitenweise darüber geschrieben, in dieser Sezessionskolumne. Das ist natürlich wieder zeigt, die wollten mit mir reden, das geht nicht. Sozusagen die Gesinnungsdiktatur wird immer größer. Und dann verfestigt sich natürlich auch dieser Gedanke, dass die Rechten sozusagen nur unterdrückt werden. Was halt nicht stimmt, sozusagen. Es gibt auch einfach keinen inhaltlichen Grund, Kubitschek einzuladen, sozusagen bei so einem Podium, um mal zu darüber zu diskutieren. Es geht immer einfach nur darum, dass irgendwelche Liberalen, behaupte ich jetzt einfach mal, immer der Meinung sind, man müsste sozusagen die Leute, die sich da so inszenieren, unbedingt so zum Beispiel zum Reden kriegen. Dann, weil wenn man irgendwie miteinander redet, werden irgendwie die Differenzen geglättet. Und rausgenommen und dann können wir sozusagen alle irgendwie einen guten Kompromiss finden, sozusagen so eine halbe Demokratie beziehungsweise ein halber Faschismus zum Beispiel. Was sie tatsächlich machen, ist irgendwie jeden Morgen aufstehen und sich denken, naja, wie kann ich dem Kubitschek jetzt noch mehr nützen, als ich es ohnehin schon tue.
indem ich ihn einfach einlade, das Podium wird abgesagt. Das kann man sich alles denken. Genau. Jedenfalls diese rechtsextreme Öffentlichkeitsarbeit vom IFS ist zum Beispiel auch für die AfD sehr wichtig. Alice Weidel hat zum Beispiel ihren Auftritt bei der Sommerakademie jetzt vor 2 Wochen auch damit irgendwie kommentiert. Sie wurde gefragt, ja, aber haben Sie da nicht Unvereinbarkeitsbeschluss mit Identitären? Und dann hat Alice Weidel das genutzt, um zu erzählen, also ich habe da irgendwie niemanden gesehen, nur hochgebildete junge Leute. Und dieses hochgebildet hat natürlich sozusagen einen Klang für viele in dieser medialen Öffentlichkeit, weil sie dann sagen, naja gut, wenn die halt irgendwie Doktortitel haben, wenn sie einen Abschluss haben, dann wird da wohl was dran sein. Weil sozusagen noch ein Stück weit ist dieser Imagewandel, wird damit noch weitergetrieben und viele in der AfD sozusagen wirken ja auch so ein bisschen noch wie alte Stiefel-Nazis, auch wenn sie jetzt in Parlamenten sitzen sozusagen, aber mit diesem intellektuellen Glanz kommt man da drüber sozusagen und kann das dann irgendwie vermitteln. Genau, und zum anderen werden schnell wohl auch effektiv Strukturen gebildet. Selbst wenn die identitäre Bewegung morgen sagt, wir geben auf, kein Bock mehr, das Label ist irgendwie totgelaufen oder irgendwie die AfD untergeht und so weiter, sind die Strukturen ja in Schneeroda gebildet sozusagen. Es gibt diesen Verlag, es gibt die Leute, die da irgendwie arbeiten. Hier Mari Müller von der Identitären Bewegung arbeitet, schreibt jetzt für Kompakt. Autoren schreiben für die Sezession, Sezessionsautoren schreiben für Eigentümlich Frei. Dann gibt es noch dieser Martin Semlitsch schreibt auch gleichzeitig für so ein Schweizer Nazi-Magazin und so weiter. Also die Strukturen sind da und die werden natürlich immer verzahnter sozusagen. Dabei ist es jetzt nicht so, als wäre es sozusagen irgendwie eine Mosaikrechte, wie sie teilweise selbst behaupten, sondern es ist einfach so, dass sozusagen die Kontakte natürlich eine Schlagkräftigkeit auch irgendwie herstellen, wo sie im Zweifel zwar auch unter neuem Namen weitermachen können. Genau, weil sie es einmal gesammelt hat. Genau, und deswegen sollte man das bekämpfen. Und wir versuchen so eine Art, im Rahmen unseres Mottos, dass irgendwie Antifa Landarbeit sein muss, auch zu machen. Und wir sagen, wir brauchen eine realistische Einschätzung über die Gefährlichkeit. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, das ist sozusagen der Faschismus kommt aus Schneeroda. Das halte ich irgendwie nicht für richtig sozusagen. Schneeroda wohnen nur 200 Leute. Und wie gesagt, Kubitschek erst seit 2003 da und es hat niemand interessiert. Deswegen braucht es eine realistische Einschätzung. Was kann das IFS? Was wird es tun? Wie gefährlich ist es? Was sollte man dagegen machen, um sozusagen diese Mystifizierung nicht weiterzutreiben? Dann glauben wir, dass es wichtig ist, dass es so eine Kontinuität im Protest gibt, weil es natürlich manchmal ein bisschen Problem ist, dass sozusagen, auch wenn Leute aus Schneeroda selber bei unseren Protesten mitmachen, Leute aus dem Umland auch mit organisieren. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich komme zum Beispiel aus Halle und einige Teilnehmer des Protests kommen auch aus Halle, sage ich mal, oder aus anderen Großstädten sozusagen. Das ist natürlich ein Problem, was es ja auch oft gab, sozusagen, wenn Leute aus größeren Städten, und Halle ist jetzt nicht wirklich eine Großstadt, sozusagen auf kleine Dörfer fahren, da einmal durchmarschieren sozusagen und dann wieder wegfahren, ist natürlich ein gewisses Problem, dass es eher so bei so einem symbolischen Akt bleibt. Deswegen sagen wir, okay, es braucht eine Kontinuität im Protest. Das heißt, bei uns zum Beispiel, dass wir bei jeder Winter- oder Sommerakademie zumindest uns vorgenommen haben, dort einen Protest hinzustellen und das sozusagen seit 2016 auch machen. Dann geht es um eigenes Agieren. Das ist generell, glaube ich, wichtig bei allen antifaschistischen Protestformen. Das meint in dem Fall, dass man nicht nur sagt, okay, die haben eine Winter- oder Sommerakademie, sondern zum Beispiel auch eigene Vorträge dieser Art macht. Und zum Beispiel auch sagt, wir wollen andere eigene Akzente dort auch setzen. Wir haben zum Beispiel einen so ein Straßenfest, Festival, wie auch immer, in Schneeroda selbst gemacht und da, glaube ich, auch relativ erfolgreich irgendwie sind wir auf die Leute zugegangen. Und dann geht es um die inhaltliche Unterfütterung. Wir haben zum Beispiel dort auf den Tisch einige Broschüren gelegt, wo wir versuchen, irgendwie diese ganzen Redebeiträge, denen auf Demonstrationen ja ohnehin niemand zuhört, nochmal so zu sammeln und vielleicht sozusagen, um irgendwie eine vollständige Analyse abzugeben, so ein bisschen einzuordnen. Und dann geht es darum, dass wir irgendwie natürlich um uns Bündnisfähigkeit bemühen und uns natürlich immer suchen nach Leuten, die sozusagen dort vor Ort sind und im Zweifelsfall auch mitmachen wollen. Also es klappt, glaube ich, relativ gut, aber sozusagen die langfristige Organisation, auch gerade von größeren Sachen, müsste es eigentlich so ein Aktionsbündnis in und um Schneeroda geben. Und das ist natürlich schwierig, weil natürlich in so einer eher dünn besiedelten Region auch nicht so viele Leute sind und so viele Strukturen. Genau. Willst du oder? Ja, ich glaube, das wäre jetzt so eine Reproduktion des. Ja, genau. Genau, wir sagen, wir werden weiter auf Protest reagieren. Hauptziel ist, dass eben so rechte Strukturen nicht normalisiert werden dürfen. Genau, und ja, das stimmt, das habe ich schon gesagt. Wir suchen natürlich immer neue Konzepte und eine langfristige Verankerung. Dann wären wir, glaube ich, bei der Diskussion. Genau, und bedanken uns erstmal für die Aufmerksamkeit.